Ach so, ja, klar. zu King's Quest 2 VGA. Natürlich wieder mit Marlene. Yes. Und wir quälen uns vor euch in der Ja, bei Hitze. Hitze, bei in meiner Wohnung sind es 27,5 Grad. Ich will gar nicht gucken, wie warm es hier ist. Total angenehm, weil draußen hat es 32. Und das ist immerhin 5 Grad Unterschied, also fühle ich mich hier drin echt ein bisschen wohler als da draußen. Ja. War vorhin nach der Arbeit nochmal unten unterwegs und da ist so eine baumlose Straße, wo kein Schatten ist. Und also ich glaube, im Schatten war es dann 40, in der Sonne waren es 40 Grad. Das kann gar nicht weniger Da kann gewesen man sein. sich auf dem Asphalt ein paar Eier braten, ne? Das ist richtig, ja. Aber ich hatte So. gerade keine Eier dabei. Aber weißt du was? Manche Leute machen das sogar, weil in der Wüste oder so, die machen auf so heißen Steinen, braten die sich dann Ja, irgendwas, ne? na klar. Krass. Da würde ich mir einen Haufen Zucchinis und Auberginen mitnehmen und die würde ich alle grillen. Ja. Ja. Und das weiß ich gar nicht. Oh Gott, warte mal. Wodka, Schloss. Vampir, Schloss. Schloss. Immer der letzte Stand. Genau, das ist richtig. So, wir tun dir mal deinen Umhang wieder um, Ich guck glaube mal gerade ich. kurz, ob der Chat funktioniert hier. Ach so. Ja, er funktioniert schön. So. Ich weiß nicht, ob du den Umhang noch brauchst, aber zieh mal lieber Ich an. ziehe mal lieber an. Ich habe auch mein Design etwas verändert von Twitch, ihr Lieben. Na, gefällt euch das? Ich hoffe mal. Weiß ich nicht, muss ich mal eben gucken. Warte mal. Ja, ich habe das alles mal ein bisschen geordneter gemacht und ein bisschen schöner mit so einem Strich getrennt, den Bereich. Sehr schön. Und du hast sogar ein T-Shirt an. Na Ich habe ein toll. T-Shirt an, ja. Ja, toll. Ich auch, aber ein ohne Ärmel. Und Ja, das gut. T-Shirt kommt echt aus dem Eisfach. Ha, ha. Was? Okay. Ich hab da wirklich zwei T-Shirts immer drin liegen und ich wechsel die immer alle paar Stunden. Das ist eine gute Idee. Ja, und da kann ich ein Hast bisschen du auch mal aushalten. welche mal gefragt? Du musst runterscrollen. Genau. Oder auch Nee. nicht. Haben wir den? Wo ist Nee, ich der denn? glaube, wir haben den Oman gar nicht mehr, du. Nee, den haben wir gar nicht mehr. Na gut, dann zieh ihn nicht an. Kannst du ja dann auch nicht Wir mehr. müssen ihnen aber, Okay. glaube ich, Geld geben, oder? Ich glaube, du kannst so einsteigen. Mach Okay, mal. dann versuchen wir es mal so. Einfach in das Boot rein. Ja. Ja, so schön. Genau. Und da warte mal, geh noch nicht weiter. Tunk mal bitte deine Nadel. Du hast doch eine Nadel bekommen von diesem Dings im Ja. Heuhaufen. Und tunk die mal in den Sumpf rein. Genau. Ja. Und das tust du jetzt in das Schilfrohr, was du in der letzten Folge schon gepflückt hast. Gucken Das wir. brauchen wir nämlich später. Ich glaube. Keine Nadel Ahnung. und Schilf. Hier ist das, glaube ich, das Schilf vorne. Ja. Genau, das passt nämlich perfekt zusammen und gibt ein wunderbares Blasrohr. Und der Überzug in der Nadel von diesem Schilfzeus macht sie zu einem tödlichen Projektil. Genau, das brauchen wir später. Da Hey, kannst du später. Mr. Gem Eviler. Yeah, it's just a regular Let's Play, so. But thank you for the good luck. Genau, So. und außerdem sprechen wir Deutsch. So. Also du kannst speichern und dann kannst du zur Oma ins Haus gehen. Okay. Dann nennen wir das doch mal. Wodka. Ja. Das Ja. brauchen wir. Ach, scheiße. Aber Schloss nicht. Schloss bitte nicht mehr überschreiben. Das brauchen wir für unseren Talk für das Ja, Spiel. gut, dann lasse ich das da. Das bitte stehen lassen. So, und dann gehst du zu Omas Haus. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt wieder diese ganze Nord-Nord-Süd-Dings-Geschichte machen müssen. Keine Ahnung. Geh mal einfach runter. Nee. Ach, Gott sei Okay. Dank. Gut, ich hoffe, das müssen wir auch nicht nochmal tun. Ja, jetzt ist es. Der hat es schön kühl da. Bestimmt. Ja, wir nachher auch. Wann? Nachts kühlt sich doch immer schön runter. Ja. Einigermaßen. Mein Gott, sind das Wege. Okay. So. Speichere auch lieber nochmal ab.
Ist da der Wolf? Nein, da ist kein Wolf. Denn unter dem Kopfkissen liegt irgendetwas. Ja, du hebst das Kopfkissen an, siehst darunter nämlich und guckst runter. Zu deiner Überraschung findest du eine kleine Flasche mit einer Tinktur. Auf dem Etikett steht Wolfsbann. Du passt auf, die Flasche nicht zu zerbrechen und steckst sie ein. Und an dieser Stelle fragen wir uns, ob Gattin Valanis die gleiche Tinktur in King's Quest 7 verwendet hat. Das, warte mal. Was? Du meinst, diese Creme oder was? Ja, natürlich. Achso. Wo sie zum Jackalope wurde. Meine Ja, Lieblingsstelle. genau. Ja, okay. Cool. So, und jetzt kannst du nochmal gerne speichern und dann gehst du zum zur Kirche. Okay. Dann wandern, ups, wandern wir mal wieder. Hallo Green Tea. Schade, dass es da keine Karte gibt wie in King's Quest 3, wo du einfach nur klicken musst und dann da hinkommst. Ja. Das war schon in der Originalversion, fand ich das schon richtig gut. Außer diese fiese Sauerei, dass du nicht auf den Berg ganz hoch zum Schloss konntest, sondern immer diesen blöden gelben Weg gehen Das musstest. hatten sie ja beim Remake auch leider nicht so gemacht. Ja, genau. So kannst speichern, ja. Und jetzt So. müssen wir total viel lesen. Hast du das Dokument auf? Ja. Gut, ich fange an und du machst weiter. Also sind wir zum Oma nach Hause, bla bla bla. Nee, das geht weiter runter. Du musst erstmal in die Kirche rein. Zum Kirchen, dein Herz rast, als du die Ah Kirche ja, betrittst. okay. Also erstmal rein. Genau, ich fange an und dann kannst du, ja, dein Herz rast, als du die Kirchentür öffnest und aufgeregt trittst du ein und da liegt ein lila Buch. Oh. Lesen wir euch jetzt vor, obwohl es so heiß ist. Du blätterst es durch. Es ist ein Tagebuch geschrieben von Jopp, Wuff, 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 ab der Kirche von Kolima. Du findest einen Absatz mit einem Namen, den du kennst. Und hier folgt das Pamphlet aller Reaktionäre, das von mir. Es ist frustrierend, sich mit Graf Kaldor und seinesgleichen zu beschäftigen. Er ist genau wie sein Vater, vielleicht sogar schlimmer. Er besteht darauf, Kolima den Fortschritt und den Bewohnern Bildung zu bringen. Fragt mich wofür. Sieht er denn nicht, dass dieser Weg in den Ruin führt? Wie können die Menschen ihre Moral, ihre Güte behalten, wenn ihre Hirne mit Wissen über die Welt und ihre Sünden gefüllt ist? Bah, so ein Unsinn. Da sei die Kirche davor. So, und du blätterst weiter und findest einen anderen, weiteren interessanten Abschnitt. Den kannst du dann lesen. Ja, ich bin überzeugt, dass was? Kaldauer? Baldur, ja, unser Kaldor. Graf, Ah ja, Bafki. da heißt so genau, dass Kaldor Ja. so verblendet von seiner sogenannten Vision ist, dass er nicht sieht, wie verrückt seine Absichten sind. Und doch, er ist der Herr von Kolima. Ihn öffentlich anzufechten, würde vermutlich Verwirrung und Ärger unter der Bevölkerung auslösen. Gehst du weiter? Ja, doch. Ja, Ich bin klar. ein Mann der Geduld. Das größte Geschenk, das seiner Gnade mir gemacht hat. Vielleicht wird die Zeit den Idealismus des jungen Grafen beruhigen und ihm Verstand verleihen. Und das Tagebuch ist voller ähnlicher Einträge über das tägliche Leben eines Mönchs. Du willst das Buch schon wieder hinlegen, da fällt dein Blick auf eine höchst seltsame Passage. Heute Nacht wurde etwas Wundersames im Walde entdeckt. Die Geister der Wildnis, die lange für eine Legende gehalten wurden, erschienen uns und bedachten mich und meine Brüder mit dem gesegnetsten aller Geschenke. Wir können jetzt jede erdenkliche Gestalt annehmen und ich bin ihr Führer, der mächtigste von allen. Sie sind unauflöslich an mich gebunden. Die Geister haben uns noch mehr, noch Größeres versprochen. Das erfüllt mich mit solchem Verlangen. Die unendlichen Möglichkeiten. Was werden wir mit unseren Fähigkeiten nur alles bewirken können? Ich bin so ruhelos. Ich muss mich für eine Weile verabschieden. Es ist Vollmond und ich habe das dringende Verlangen, mit meiner Meute zu laufen. Wir werden jagen. Vielleicht werden wir töten. Und möchtest du den letzten Absatz lesen? Ja, mein Verstand ist jetzt völlig klar und ich kenne den Weg, der vor uns liegt.
Es ist ein Weg, der uns zur Größe führen wird, und an seinem Anfang wird die Zerstörung unserer Nemesis liegen. Und warum geht das jetzt einfach mal weiter? Nemesis liegen. Aber jetzt habe ich keine Geduld mehr zu schreiben. Ich muss laufen, ich muss jagen, ich muss Punkt, Punkt, Punkt. Der Absatz endet jäh. Obwohl es noch viele leere Seiten gibt, die beschrieben werden könnten, ist klar, dass der letzte Abschnitt vor vielen Jahren geschrieben wurde. Wie seltsam. Du legst das Buch wieder auf dem Altar, auf den Altar. So. Und stellst dich mal da in die Mitte von diesem Hexenzirkel rein. Und guckst dir das mal an. Das bist du, ja. Offenbar steht jemand in der Mitte dieses Symbols, denn du kannst einige Haare entkennen. Dann gehst rüber und wieder raus auf den Friedhof. Warte mal, wann der hier Der unten war war. unten. Ja. Da, wo der Fiesling da oben hinguckt. Genau. Und da speicher bitte ab, denn wir lesen jetzt in dieser Folge die Grabsteine nicht, sondern daraus machen wir ein schönes überschreibt bitte Special Friedhof. Also schreibt das anders, sonst finden wir das nie wieder. Und speichert über diese Stelle nichts nochmal ab. Genau. Wunderbar. So, und jetzt kannst du nochmal als Wodka speichern, wenn du magst. Genau. So. Und dann haben wir das nämlich sicher. So, draußen auf dem Friedhof lesen wir euch irgendwann mal all diese schönen, ich habe sie alle übersetzt, alle vor, das ist nämlich lustig. Könnten wir eigentlich mal eine Friedhofsfolge machen, auch Haben mit wir die Ihnen nicht oder so. eigentlich schon mal gelesen hier alle? Ja, aber nicht richtig. Ich habe die ja, du musst mal suchen den Larmen Otnarb. Ich weiß nicht, ich glaube, der war irgendwo ziemlich weit hinten, ne? Nein. Da irgendwo, nein. Da ist Ja. er. Da kannst du graben. Oh nee, warte mal. Ist doch Geh nicht. mal weiter. Da und jetzt. Mann, ist das ein Pixel-Hunting. So, und du hörst auf zu graben, als deine Schaufel auf etwas Hartes stößt. Und du kletterst natürlich da rein. Ja, mit angehaltenem Atem öffnest du die Kiste. Und da ist sie, die Tiara. Ach, na endlich. Schön. Juhu. Und du nimmst sie mit einem Seufzer der Erleichterung, tata, und fühlst, dass der nahende Sonnenaufgang der prächtigste Anblick sein wird, den du je sehen wirst. Besonders mit der Gewissheit, dass du nahe dran warst, überhaupt nie mehr einzusehen. So, jetzt mach schnell. Bring noch die Tiara zum Schloss. Jetzt sofort auf der Stelle. Okay. Und ich glaube, wir landen gleich am Sumpf wieder. Hoffe ich jedenfalls. Und du erstarrst, als das Wolfsgeheul dir Schauder übers Rückgrat jagt. Du zwingst dich dazu, dich umzudrehen und siehst nichts, gar nichts. Oh Gott, vor lauter Angst scheinst du Dinge zu hören. Ja. Gut. Genau, so, ja, genau, schön speichern. Und du gehst raus aus der Kirche. Ah, nach links, genau. Und jetzt reib dich klar, weil nämlich ohne Vorwarnung ein Wolf aus dem dunklen Wald kommt und direkt auf dich zuschießt. Und du musst dich gleich mit der Wolfstinktur einreiben. Jetzt am besten, oder was? Jetzt am besten gleich, ja. Und das tust du auch, ja. Reibst dich ganz damit ein. Und er riecht die Tinktur auf deiner Haut und dreht sich schnell um und flieht zurück in den Wald. Und die Tinktur hat ihre Wirkung verloren, aber sie wirkt nicht so wie bei deiner Nee. Gattin. Ja, das ist genauso schnell. Und du musst zurück zum Sumpf. Ja, Mr. Green Tea, wie geht's dir? Alles gut? Schwitzt du auch so? Ja, Oh, echt. Hitze, Hitze, Ja, Hitze. nee. Ich will hitzefrei. Warte mal, ich glaube, ich bin falsch.
Jo, da. So, ich hoffe, dass wir das jetzt gleich da sehen. Geh mal rauf. Ich weiß es nicht. Speicher mal eben. Nee, das ist nicht speichern. Ja. Genau. Geh mal ruf, sonst müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Oh. Dann brauche ich mein anderes Dokument. Warte. Kann ich raufgehen? Cool. Was? Kann ich nach oben gehen? Nee, okay, dann musst du mal warten, bis ich was ist denn das hier? Der zweite, der dritte Stein. Warte Sekunde. Der vier. Nee. Okay, dann in der drei. Ja, okay, ich hab's. Stehst du noch gut? Ja. Du gehst nach Süden. Ach, das ist doof. Moment. Jo, lad los. Nach Süden. Süden. Westen. Echt. Osten. Norden. Süden. Westen, Süden, Westen, Norden und nochmal Westen. Das ist ja ätzend. Also sowas hasse ich ja da oder oben. Gut. So, und jetzt musst du dann ziemlich schnell mal, da ist nämlich niemand da, dein Röhrchen, ja, und das ist hier der kein Entkommen. Okay. Und die haben dich nämlich da in die Falle gelockt und haben vor, dich in Stücke zu reißen. Und du musst irgendwie etwas tun. Und wenn du das willst, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Dann blast den. In den Chef oder was? Den da. Ja, den Chef tot. Huah! Und die anderen rennen weg. Wunderbar. Und da kommt der Fährmann. Der hat sich nämlich verkrümelt, der Feigling. Der warst du, glaube ich, ne? Ja, warte mal, aber ist das denn Fährmann auch übersetzt irgendwo? Ja, natürlich. Warte, ich suche es gerade. Wieder zum Sumpf, bla bla bla. Den Alpha-Wolf totblasen. Ich Genau, da sehe, lang. dass du der Bruderschaft der Meute begegnet bist. Ey, wo warst denn du? Ja, verhindert. Ein Mann, der vermutete, dass du erscheinst, stieg in mein Boot. Als wir das andere Ufer erreichten, bemerkte ich die Fehler in seiner Verkleidung und habe ihn umgehend beseitigt. Der Graf hütet sich schon seit Jahren vor dieser Bruderschaft. Da du ihm bringst, was er verlangt hat und rechtzeitig sein Land von deren Führer befreit hast, bist du ihm heute Nacht gleich doppelt zu Diensten gewesen. Okay, so. Das haben wir alles schon. Und du gehst wieder rein. Oh, es geht So, wieder dann bist los. du der Graf. So, warte mal. Einen Moment. Deine Leistung ist bewundernswert. Du hast nicht nur die Tiara gefunden, sondern mich auch von dieser betrügerischen und heimlichtuerischen Bruderschaft befreit. Sie haben so viele Grausamkeiten gegen meine Familie verübt, auch den Tod unseres Sohnes und unserer Schwiegertochter. All diese Jahre war ich verdammt zurückgezogen zu leben, unfähig meinem Heimatland so zu dienen, wie ich es hätte tun sollen.
Um ihren unbarmherzigen Versuch zu entgehen, meine Familie vollständig auszulöschen. Ist denn diese Bruderschaft wirklich vernichtet? Einige dieser Wölfe konnten fliehen. Der Rest der Meute folgt den Wölfen, die dir aufgelauert haben. Aber ohne ihren Führer werden sie nun in ihrem Verstand so gefangen sein wie in ihrem Körper. Ob Mensch, Wolf oder jede andere Form, ihr über alter Zug durch meinen Sumpf sieht keine Rückkehr in ihren Bau vor. Das kann ich dir versichern. Was, du hast sie alle im Sumpf in die Falle gelockt? Die gesamte Meute? Wow! Ein endloser Flug durch den Morast erwartet sie. Sollte mein seit langem stilles Herz jemals wieder Mitleid fühlen, werde ich sie vielleicht eines Tages freilassen. Während du den kaltherzigen, unversöhnlichen Worten des Grafen lauschst, dankst du deinem Glücksstern, dass er dich nicht länger als Bedrohung ansieht. Zumindest jetzt nicht. Genau, ich befreie dich aus meinen Diensten, werter König. Die nahende Morgendämmerung stellt keine ungewisse Zukunft mehr für dich dar. Okay. Ah, und da kommt der Edelstein. Und du Ja. nimmst das Juwel des Todes. Endlich, endlich, endlich haben wir und Graham alle drei Steine eingesammelt. Du fühlst einen Stich der Vorfreude, denn nun musst du sie nur noch zur Tür des Schicksals bringen. Das werde ich weiter schwer. Tja. So, red noch mal mit dem Grafen. Ach so, nee, das. Ja. Nee, das wollen wir nicht mehr. Ja, haben wir da alles schon. Hatten wir auch alles schon, ja, genau. Okay, dann geh einfach raus. Genau, ich wünsche dir alles Gute, teurer König. Noch ein Ratschlag, König Graham. Hast du deine Herzensdame gefunden? Beschütze sie mit all deiner Kraft. Weiche nie von ihrer Seite und stelle nichts über ihr Wohlergehen. Das darauf ja. Nimm dein Leben für ihres, wenn es je dazu kommen sollte. Liebe kann eine Ewigkeit dauern, aber deine Geliebte kann von einem Augenblick auf den anderen verloren sein. Beherzige diese Worte, mein König. Nun lebe wohl und Nastarovia ein letztes Mal. Ja. So, dann können wir raus aus dem Schloss. Ich muss mal gucken, ich hab dir nicht. Willst du noch weiter oder? Was kommt denn jetzt? Jetzt kommt Finde Valanis, Part 1. Aber das hast du noch nicht. Aber wir können noch in das Boot klettern. Da müsste ich dir nur noch was schicken. Halt mal an. Wir können ja bis zur Brücke gehen. Ja, warte, aber da muss ich dir trotzdem noch was schicken. Denn du hast das nächste Dokument, was wir jetzt gelesen haben, das ist alles fertig. Ach, da kann ich dir auch die beiden schicken. Ich schicke dir noch die beiden letzten Dokumente rüber. Und dann haben wir alles komplett. So. Genau. Ja, weil da kommt nämlich jetzt noch eine Cutscene zwischen Hagatha und dem Vater und die können wir natürlich noch machen. Ja. Und dann müssen wir außerdem noch zur Bücherei. Wollen wir die Bücherei noch machen? Gucken wir mal. Also wir machen erstmal die Cutscene. Steig erstmal ins Boot. Moment, ich muss erstmal mir das hier Ganze hier runterladen. Ja. Ah, gut vorbereitet ist halb gespielt. Ha. Ja, aber das macht euch hoffentlich nichts aus, wenn wir jetzt zwischendrin also ein bisschen Dokumente austauschen. Ja, ihr Lieben, ihr seht schon, es ist ja wirklich na, nicht so einfach, das Spiel. Nee, ist es auch nicht. Also, es hat schon was. Warum sehe ich jetzt nichts mehr im TeamViewer? Moment, du siehst gleich was. Ach so, na, dann ist ja gut, weil wenn ich nichts sehen kann, jetzt wieder. Also jetzt hatten wir Probleme mit meinem Mikro, dann hatten wir Probleme mit deinem Mikro, jetzt sehe ich nichts mehr. Okay, dann steig in das Traumboot der Liebe oder wie auch immer. Das Traumboot der Liebe. Ja.
Ich sehe gerade, ich habe ein kleines Problemchen. Da bildet ein Hund. Ja, im Treppenhaus. Ich glaube, wir sollten Schluss machen. Okay, warum? Ui, 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 ui. Ja, ich mache hier schnell den Teamviewer aus. Mein PC wird zu heiß. Ui. Bei der Hitze. Ja, es ist so heiß hier drin. Und wenn du auch noch mit Okay. Teamviewer guckst. Liebe, es tut mir leid, aber ich muss Teamviewer und so ausmachen. Ja, dann kann ich natürlich auch nicht mehr Ja, ich mitgucken. glaube, wir machen das. War zwar ein ganz kurzer Part, aber es ist einfach zu heiß. Mein PC, ich sehe gerade schon meine Alarmleuchten. Ich habe ja Oh. eher so eine. Ich habe ja hier so ein Programm unten, was mir die Temperatur anzeigt, und das ist nicht so gut gerade. Okay, dann lassen wir es lieber sein. Freunde, es ist leider zu warm. Tut mir leid, aber. Speichere das aber da auf jeden Fall noch ab, ne? Ja, An der Wodka. Stelle. So. Aber nicht als Schloss und nicht als. Du kannst das Wodka Ja, ich abspeichern. habe als Wodka jetzt abgespeichert, genau. Das ist gut. Ja, es tut mir leid, aber die Hitze, ich hab genug Lüfter drin, aber wenn das so schwül ist und so warm ist, hier in der Wohnung gerade auch ein bisschen, ne, dann können selbst die besten Lüfter da nichts machen. Nee, das ist dann blöd. Das muss ja auch nicht sein. Deshalb, ich würde auch sagen, wir machen das Finale dann. Ja, es soll jetzt echt so warm bleiben, wo erstmal. Ja, das Finale, bis dahin dauert das sowieso noch. Also, das schaffen wir auch nicht in einer Folge. Du, wir gucken einfach mal, wenn es uns danach ist, dann probieren wir es halt nochmal. Und wenn nicht, dann dauert es halt noch ein paar Tage. Genau. Oder Wochen oder Monate. Ihr Lieben, ich werde auf jeden Fall nachher noch, also wenn es kühler geworden ist, werde ich auf jeden Fall noch meine Runs machen und auch das Gewinnspiel. Ja, ich mache nämlich ein Gewinnspiel übrigens. Ja, das habe ich irgendwie gelesen im Discord, Genau, ja. und da das wird nachher Da stattfinden, habe ich aber aber. nichts verstanden. Nee, alles gut. Ich glaube, die Preise sind eh nicht so deins. Das Nee, sind da habe ich so. mir auch gedacht, das ist bestimmt nichts für mich. Ja, auf jeden Fall kommt das so, ich schätze mal so ab 21 Uhr, ihr Lieben, wenn es so ein bisschen sich abgekühlt hat. Und ja, falls ihr was gewinnen wollt, schaltet da ein. Jo. Und wir machen weiter, wenn das, ja, also. Ja, wenn Julians PC nicht in Hitzetod stirbt, genau. Ja, weil jetzt ist nämlich die Zeit, wo jetzt auch richtig die letzten Sonnenstrahlen hier reinknallen. Okay. Aber so richtig knallen. Ja, die Wand ist auch ganz hell da hinter dir. Ja, und das ist wirklich, also es ist nicht schön. Es ist so richtig eklig. Ja. Jo, dann beende ich erstmal und ja, dann geht's ab 21 Uhr, denke ich mal, weiter. Ja, Jo. viel Spaß noch bei was denn? Beim Stream stoppen. Haha! Genau. Genau, dann bis später und ja. Jo, bis dann, bleibt dran.